Gleich geht's los mit der Predigt. Ich bin übrigens der Manu aus dem Leitungsteam und ich möchte dir ganz viel Spaß dabei wünschen. Wenn du noch Fragen hast oder einfach irgendwas wissen möchtest, dann melde dich bei uns. Bis dann. Guten Morgen von meiner Seite noch. Es ist richtig schön, heute dort zu sein. Ich bin die Alexandra Tradler, bin Pastorin am Standort von der Kirche 365 in Erding und darf heute hier predigen, weil, wie wir schon gehört haben, die Pastorin Irmi ist im Urlaub. Und ja, ich freue mich einfach, euch zu sehen. Ich freue mich über jeden, der online auch mit dabei ist, zuhört, zuschaut. Und ich erwarte wirklich, dass Gott zu uns spricht. Das ist die Haltung, die wir haben sollen jedes Mal, ob wir Bibel lesen, ob wir Predigt anhören. Gott redet. Und wenn wir unsere Herzen aufmachen, dann trifft sein Reden auf unser Herz. Und das ist einfach mega kostbar. Ja, ich habe gebetet, welches Thema ich halt so weitergeben darf. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es sind Sommerferien. Sommerferien, die einen waren vielleicht schon im Urlaub, die anderen fahren erst in Urlaub. Dann gibt es vielleicht welche, die bleiben zu Hause. Wir sind jetzt so richtig im Sommer angekommen. Es ist warm, man konnte es genießen, aber es ist dann doch jetzt schon wieder nach ein paar Tagen so eine Zeit, wo man sich denkt, naja, ein bisschen eine Kühle wäre vielleicht ganz angenehm. Und ich habe was vorbereitet für euch, weil ihr mir so wichtig seid. Und zwar, stellt euch jetzt mal vor, eine kühle Meeresbrise, man hört das Meer rauschen, man hört die Möwen kreischen. Ich habe eine Kreuzfahrt im Mittelmeer vorbereitet für heute. Wer ist mit dabei? Super, super, sehr, sehr gut. Und zwar beamen wir uns zurück 2000 Jahre. Und wir begleiten den Apostel Paulus bei seiner Schifffahrt von Jerusalem nach Rom. Und diese Geschichte, das können wir lesen in der Apostelgeschichte in den Kapiteln 27 und 28. Das ist so die Rahmengeschichte jetzt für uns, in der wir uns bewegen. Da werden wir gar nicht so viel lesen drin, aber da ist wirklich viel Inhalt drin, aber ich habe ein paar Punkte rausgenommen, die mich total angesprochen haben, weil ich mir gedacht habe, ja, das möchte ich heute weitergeben. Also wir jumpen da jetzt mal kurz rein. Was ist die Ausgangssituation? Der Apostel Paulus war unterwegs, er ist viel gereist und er hat vielen, vielen Menschen von Jesus Christus erzählt. Er war mega erfolgreich. Viele haben ihn gefeiert, aber es gab auch einige, denen hat es gar nicht so getaugt. Wie das immer so ist, ja. Und es war dann sogar so weit, die Leute, die religiösen Führer, die haben ihn angeschwärzt und sie haben ihn vor den Hohen Rat gebracht in Jerusalem. Also er wurde angeklagt. Und der Hohe Rat war so die höchste gerichtliche Instanz bei den Juden. Und da wurde mit ihm gesprochen, es wurde verhandelt mit ihm, man hat ihn angehört und so weiter. Und dann hat der Hohe Rat nicht genau gewusst, was machen wir jetzt. Dann haben sie ihn weitergeschickt zum Statthalter Felix nach Caesarea. Dort war er mehr als 2 Jahre, wurde immer wieder angehört, man hat immer wieder mit ihm gesprochen, man hat nicht wirklich eine Schuld an ihm entdeckt. Dann, glaube ich, war der Felix ganz froh, als er abgelöst wurde und dann kam der Statthalter Festus. Und auch der hat sich wieder mit dem Paulus beschäftigt. Und auch er hat nicht wirklich Schuld gefunden, ihn zu verurteilen. Schließlich kam noch ein König, der Agrippa, hat sich das angehört. Und auch er kam zu dem Entschluss, ich habe mir das da aufgeschrieben, wir könnten diesen Mann freilassen, meinte Agrippa zu Festus, hätte er nicht verlangt, dass sein Fall vor dem Kaiser verhandelt wird. Also, was bedeutet das jetzt? Paulus, er hat das alles über sich ergehen lassen, denn Gott hat zu ihm gesprochen, dass er nach Rom gehen soll. Er hat ganz genau in seinem Herzen gewusst, ich soll nach Rom gehen, ich soll dort vor dem Kaiser stehen, das ist mein Ziel, das ist meine Bestimmung, da muss ich hin. Und da war er sich total sicher. Und er hätte sogar die Chance gehabt auf ein anderes Leben. Er hätte die Chance gehabt, frei zu sein, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Hätte sonst wo hinfahren können, Urlaub machen können, was auch immer. Aber Paulus hat an dem festgehalten, was Gott zu ihm gesprochen hat. Er hatte dieses Ziel
Und es war seine Bestimmung. Es war das, was Gott für ihn geplant hatte, zum Kaiser nach Rom zu fahren. Und der Titel meiner Botschaft heißt heute: Die Reise zu deiner Bestimmung. So wie Paulus unterwegs war, sind nämlich auch wir unterwegs. Jeder von uns ist unterwegs, ja? Und wir sind auf dem Weg zu unserer Bestimmung. Also dieser Paulus wurde dann mit Begleitern auf ein Schiff gebracht. Und ich habe da jetzt ich habe da eine Landkarte mitgebracht, da können wir das immer wieder schön verfolgen. Also da sehen wir das Mittelmeer in einem schönen Türkisblau, das ist schon sehr einladend. Und rechts unten ist Jerusalem, man sieht das, in Caesarea ist er dann da nochmal sozusagen verurteilt worden. Und dann haben sie sich auf den Weg gemacht, an der Küste entlang erstmal da. Und das Ziel war links oben, das Ziel war Rom. Ja, und die erste Frage, die ich uns heute stellen möchte, ist: Welches Ziel? Es ist nämlich gut und wichtig, dass wir in unserem Leben Ziele haben. Und was bedeutet es, ein Ziel zu haben? Wenn ich ein Ziel habe, dann ist es ja so, ich bewege mich von A nach B, oder? Also, wenn ich ein Ziel habe und ich bin unterwegs, dann bin ich, wenn ich dort angekommen bin, bei dem Ziel nicht mehr da, wo ich gestartet bin. Ja? Also heute Abend haben wir dann auch nochmal Gottesdienst in Erding. Wenn das mein Ziel ist, wenn ich mich auf den Weg mache, werde ich nicht mehr auf dieser Bühne da stehen, sondern dann werde ich in Erding sein. Ganz klar, ich bewege mich weiter. Und wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann entwickle ich mich auch weiter. Ja? Dann bin ich bereit, mich weiterzuentwickeln. Und wir haben, also ich komme aus Palling, und wir haben in unserem Ort einen Sportler, der war sehr erfolgreich bei dem 800-Meter-Lauf. Und er war deutscher Meister, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was er sonst noch alles so abgeräumt hat. Und also immer wieder, wenn ich durch den Ort gefahren bin oder so, also man hat ihn immer wieder laufen gesehen. Und also der hat trainiert. Denn sein Ziel, hat er immer gesagt, ist Olympia. Also er hat sich ganz klar ein Ziel gesetzt und hat alles daran gesetzt, sich so zu entwickeln, dass er das Ziel erreicht. Leider kam dann Corona dazwischen und so weiter. Er ist nicht zu Olympia gefahren, aber er hat wirklich alles getan dafür. Also dann der nächste Punkt: Wenn ich ein Ziel habe, bin ich fokussiert. Und das ist, was mir auch total hilft. Denn man kann auch auf vielen Baustellen unterwegs sein. Man kann auf vielen Hochzeiten tanzen oder wie man das so sagt. Man kann viel beschäftigt sein, mit vielen Projekten beschäftigt sein, wenn ich ein bestimmtes Ziel aus den Augen verliere. Und deshalb ist es eben total wichtig, bestimmte Ziele zu haben. Denn wenn ich auf vielen Hochzeiten tanze, bin ich schnell gestresst und ausgepowert und auch nicht erfolgreich. Also, es ist total wichtig, Ziele zu haben. Und ich habe dann im Internet recherchiert, was es denn da so Schlaues gibt. Und da habe ich in einem Blog über Persönlichkeitsentwicklung gefunden, also eine Aussage gefunden: Menschen, die sich Ziele setzen, sind erwiesenermaßen glücklicher. Das Gefühl von Fortschritt verleiht ihnen Glücksgefühle und gibt ihnen das Gefühl von Sinn im Leben. Aha, den Sinn des Lebens, danach suchen wir alle. Das ist so dieses Ziel, das jeder im Grunde in seinem Herzen schlummern hat. Und wenn man aber jetzt so über Ziele spricht, manche kenne ich besser, manche kenne ich nicht so gut, und ich weiß ja selber, wie ich manchmal so reagiere, wenn es um Ziele geht. Ich glaube, es gibt so zwei Extreme. Es gibt die einen Leute, die sagen: Boah, Ziele setzen, ich bin doch eigentlich total zufrieden, so wie alles ist. Ja, vieles läuft gut, nicht alles läuft perfekt, aber es passt doch eigentlich. Ich brauche keine neuen Ziele, ich muss mich doch gar nicht mehr weiterentwickeln, ich muss mich doch gar nicht mehr fortbewegen, das reicht doch jetzt eigentlich. So, das ist so das eine Extrem. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich
schon von der anderen Sorte. Ich habe gern neue Ziele, ich gehe gerne vorwärts, ich mag gern was erreichen, ich mag mich gerne weiterentwickeln, neue Dinge lernen. Und das kann aber wirklich so ein anderes Extrem sein, dass man sagt, ich bin nur beschäftigt und nur busy und nur am Tun und am Vorwärtsdrängen. Und das ist auch nicht gesund. Beim Vorbereiten habe ich schmunzeln müssen, weil, wie gesagt, ich mag das eigentlich gerne, mich auf was Neues einzulassen, was Neues anzusteuern und so weiter. Aber dann habe ich einen Punkt gemerkt, da habe ich das überhaupt nicht gehabt. Da war ich mehr so die Worte, ach, das tut es doch jetzt auch schon. Und zwar habe ich ein MacBook, das ist schon älter, das ist von 2014. Und ich habe das irgendwann 2018 oder so, habe ich das Gebrauch gekauft und da war schon so bestimmte Software dann drauf. Und ich habe mal gehört gehabt von jemandem, man soll diese automatischen Updates von der Software deaktivieren, weil sonst womöglich irgendwie was kaputt geht, was weiß ich. Auf alle Fälle habe ich das gemacht und habe bis letzte Woche kein einziges Software-Update gemacht. Dann war es aber soweit, dass ich neue Programme neue Office-Programme braucht habe und die sind mit der anderen Software gar nicht mehr gelaufen. Das heißt, ich war gezwungen, da jetzt mir ein Ziel zu setzen, mich zu bewegen, mich weiter und zu entwickeln. Und ich war ganz mutig und ich habe dieses Software-Update gemacht und es ist nichts passiert. Ich habe mit Michi einmal wieder mal geschrieben. Es war alles gut und dann war ich am nächsten Tag in der Arbeit. Boah, und das MacBook war plötzlich schnell und hat gut funktioniert. Wow, habe mir gedacht, warum habe ich das nicht schon vor 3 Jahren gemacht? Also manchmal hat man so Punkte, wo man vielleicht ein bisschen wachgerüttelt werden muss, um wirklich weiterzugehen, vorwärts zu gehen. Ja, aber wir sind ja bei Paulus. Und der Paulus hat wirklich an diesem Ziel, das er von Gott empfangen hat, so festgehalten, dass er auf alles andere verzichtet hat und sich auf den Weg gemacht hat. Und jetzt lesen wir eine Schriftstelle dazu, und zwar im Philipper 3, Vers 14. Und interessant ist, dass diesen Satz Paulus selber auch geschrieben hat. Es steht da, das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus hatte ein Ziel, und er schreibt dann nicht, ja, und wenn ich mal Lust habe, dann schlendere ich so auf das Ziel zu. Er sagt, ich jage auf das Ziel zu. Und was mir wirklich so am Herzen ist, ist, dass, ja, jetzt ist Sommerzeit, es ist Urlaubszeit, wir sollen uns entspannen. Und was ich gar nicht möchte, ist, dass wir halt mit einer To-Do-Liste heimgängern und uns nicht entspannen können. Das möchte ich gar nicht. Aber ich möchte uns ein bisschen wachrütteln, wirklich uns aufzumachen, ob Gott uns nicht in verschiedensten Lebensbereichen neue Ziele zeigen möchte. Denn, wie schreibt Paulus hier, das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis. Und Siegespreis, so sprechen wir heute nicht, aber das würde für mich heißen, ein erfolgreiches Leben. Der Siegespreis ist für mich, wenn es gut läuft, wenn ich Erfolg habe in diesen Lebensbereichen. Das kann die Gesundheit sein. Ja? Es kann sein, dass Gott uns auffordert, uns neue Ziele zu setzen, was unsere Gesundheit und Fitness betrifft. Weil er weiß, dass er uns noch lange hier gebrauchen möchte und dass wir da fit und stark sein sollen. Zum Beispiel. Natürlich Schule und Arbeit, Karriere und so weiter. Kann man sich immer wieder einfach kurz Gedanken machen. Herr, hey, was hast du denn da eigentlich für mich? Eine Sache sind ja nur Beziehungen. Ja, in der Ehe, in der Familie oder auch Finanzen. Wenn ich das Ziel habe, hey, in 10 Jahren möchte ich die eigentliche Eigentumswohnung haben, dann ist es gut, wenn ich das Ziel jetzt schon festlege, weil ich mich dorthin bewegen werde, weil ich entsprechend handeln werde, damit das Ziel erfolgreich erreicht wird. Und was wirklich uns bei dem Ganzen total entspannen kann, ist, Gott kennt uns. Er kennt
die Lebensbereiche, wo wir uns schon Ziele gesteckt haben. Er kennt die Lebensbereiche, wo wir vielleicht so ein bisschen schludrig sind. Er kennt die Lebensbereiche, er kennt unser Herz. Er weiß, wie wir sind, weil er uns gemacht hat. Er liebt uns, er ist für uns, haben wir halt schon gehört. Und er hat die guten Pläne. Das heißt, ich kann es mir leicht machen. Ich muss mir nicht meinen Kopf zermartern und mir überlegen, welche Ziele und wie erreichen, sondern ich, das Kind dieses guten Gottes, ich gehe zu meinem himmlischen Vater, verbringe Zeit mit ihm, öffne ihm mein Herz und er wird mir die Dinge zeigen. Jesus sagt, er tut die Dinge, die er den Vater tun sieht. Er spricht die Dinge, die er den Vater reden hört. Und wenn wir uns angewöhnen, so zu leben, wie Jesus gelebt hat, dass wir hören, dass wir schauen, auf Gott schauen, dann werden wir automatisch da reinkommen in diese Dinge, in diese Ziele. Also keine To-Do-Liste, sondern Zeit mit dem Vater verbringen. Es gibt drei Möglichkeiten, wie wir uns Ziele setzen können oder wie sich Menschen Ziele setzen. Der erste Punkt, da möchte ich ja gar nicht so viel Worte drüber verlieren, ist ohne Gott. Ich kann mir meine Ziele setzen ohne Gott. Aber ich bin total hoffnungsvoll, weil du sitzt heute da, du bist im Gottesdienst. Also gehe ich davon aus, wir alle haben einfach auch diesen Wunsch, diese Bereitschaft, mit Gott zu leben. Und das ist dann die zweite Möglichkeit, wie ich mir ein Ziel setzen kann. Ich setze meine Ziele mit Gott. Und jetzt gut aufpassen, nämlich mein Leben mit Gott. Ja? Und es kann so eine Haltung sein. Mein Leben, mein Reich, meine Ziele. Ich bin in diesem Reich eigentlich noch der König. Ich bin eigentlich der Chef. Und dann bin ich so unterwegs. Und wenn meine Dinge nicht gut laufen, dann erinnere ich mich, da gibt es ja immer noch Gott. Und dann sind wir vielleicht so unterwegs wie in unserem Leben, wie wir erinnern uns an Gott, wie wenn wir sagen, wow, ich habe Durst, ich gehe jetzt zum Getränkeautomaten. Ich schmeiß mal ein Gebet rein und dann kommt eine kalte Cola raus. Und dann gibt es diese Grillfleischautomaten jetzt. Und bei der nächsten Ecke, wow, jetzt habe ich Hunger, jetzt, Gott, ja klar, da gibt es ja noch Gott. Ja, ich habe Lust jetzt auf Käsegriller. Also ich schmeiß ein Gebet rein und ich kriege das, was ich haben möchte. Das ist eine andere Art und Weise, wie ich mein Leben planen kann. Das ist eine Herzenshaltung, wo ich sage, ja, ich habe Gott mit im Boot und ich mache mein Ding. Und wenn ich irgendwo an meine Grenzen komme, dann ist ja Gott noch da. Es ist eine Möglichkeit, aber das ist nicht die beste Möglichkeit. Die beste Möglichkeit ist, Ziele zu setzen für Gott. Für ihn, mein Leben, für sein Leben und sein Reich bauen. Er ist der König. Und in dem, mit dieser Herzenshaltung, lebt es sich am allerschönsten, lebt es sich am allerleichtesten. Weil wenn ich weiß, dass der, der mich unendlich liebt, der am Kreuz für mich gestorben ist, so sehr liebt er mich, dass der Herr meines Lebens ist, hey, dann kann ich mich entspannen, dann kann ich loslassen, dann kann ich mich zurücklehnen. Und er verspricht in Matthäus 6,33 steht es, hey, wenn ihr euch für mein Reich einsetzt, dann kümmere ich mich um alles andere. Wie schön ist es, wie entspannt kann ich denn da sein? Und im Philipper 3,14, da heißt es dann, das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und das ist eben genau das, wenn ich für Gott lebe, das ist meine himmlische Berufung. Das ist meine Bestimmung. Dafür hat Gott mich gemacht. Und das müssen wir entdecken
Und da können wir manchmal unterwegs sein und dann merken wir Situationen oder Lebensbereiche, hoppala, da bin ich mein eigener Herr. Dann muss ich mir wieder bewusst machen, in sein Reich reinzusteppen, ihn König sein zu lassen und nach seinen Zielen zu leben. Ja, das Motto von Jesus war all in. Er hat alles gegeben. Und genauso soll das unser Motto sein. All in, für ihn leben. Das waren die Ziele. Und jetzt gehen wir wieder zurück aufs Schiff. Jetzt schauen wir weiter. Und zwar, also sie sind da so gesegelt und dann Richtung Kreta, im Süden von Kreta entlang. Und in dieser ganzen Zeit war der Wind nicht besonders gut. Sie sind langsam vorangekommen. Und dann aber plötzlich auf dem Weg da nach Phönix, glaube ich heißt es, kamen sie in einen Sturm. Ja, ein krasser Sturm ist plötzlich aufgebrochen. Und zwar war Paulus mit der Besatzung des Schiffes und mit seinen Begleitern mehr als 2 Wochen waren die da auf See, mitten in der See. Ihr seht diese rauf und runter, so stürmisch waren die unterwegs, waren die da eigentlich verloren. Und ja, es war windig, es hat geregnet. Sie hatten keine Orientierung mehr, sie konnten sich nicht mehr an den Sternen orientieren, weil alles wolkenverhangen war und weil es geregnet hat und so weiter. Und sie hatten Todesangst. Und was haben sie beschlossen in dieser Zeit? Was macht man da? Sie haben sich beraten, sie haben die Taue, die sie mit dem Anker verbunden hatten, wo sie gemeint haben, das ist nur ihre Rettung. Sie haben die Taue durchgeschnitten und haben Lasten abgeworfen. Also alle ihre Vorräte, alle die Schiffsausrüstung, alles, was sie eigentlich gebraucht hätten, um gut wieder an Land zu kommen, haben sie über Bord geworfen, damit sie gerettet werden können. Und das bringt mich zum nächsten Punkt: Weg mit der Last. Ich bin mit Gott unterwegs, ich bin für Gott unterwegs, ich weiß, welche Ziele er mir gegeben hat und dann kommen plötzlich Probleme und dann kommen plötzlich Stürme. Hat das vielleicht schon mal jemand erlebt? Ich habe das erlebt. Und dann zweifelt man mal als allererst an dem, habe ich Gott richtig gehört? Oder man zweifelt an den guten Plänen von Gott, aber an denen hat sich nichts geändert. Aber es ist einfach wichtig, wenn wir uns entscheiden, wirklich dieses All-in, ich lebe jetzt für Gott. Und wir haben aber vorher ja schon unser altes Leben gehabt. Ja? Wir haben unsere Gewohnheiten gehabt, wir haben unsere Gedankenmuster gehabt, alles haben wir ja schon gehabt. Und dann ist es wichtig, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir das Alte durchtrennen, Dinge, die uns im Alten noch festgehalten haben, dass wir das durchtrennen, damit wir frei in seinem Reich mit ihm unterwegs sein können. Es ist wichtig, wenn uns Dinge nach unten drücken, Lasten nach unten drücken, dass wir das loswerden, dass wir das über Bord werfen, um frei zu sein. Und das habe ich mir gedacht, jawohl, wenn ich mit Gott unterwegs bin, es ist immer wieder mal an der Zeit, Dinge loszuwerden, rauszuwerfen. Und eine Sache zum Beispiel kann sein, vielleicht war ich es total gewohnt, mir immer über alles Sorgen zu machen. Ja, ich weiß, wovon ich rede. In dieses Muster komme ich immer wieder mal rein, wenn ich nicht aufpasse und ich bin jetzt immer wieder mal schneller draußen. Das muss ich abschneiden, dieses ständig sich Sorgen. Meine Gewohnheiten zum Beispiel, ja, mehr Netflixen als in der Bibel lesen, das geht ganz schnell. Ja, in der Bibel lesen, das dauert und dauert und dauert und jetzt habe ich immer erst 3 Verse gelesen und Netflix, schwupp, eine Folge von einer Serie ist ganz schnell vorbei. Und du darfst Netflix-Serien schauen oder auch andere Streaming-Angebote, aber hey, was bringt mich weiter? Was hilft mir? Wo kann ich meine Gewohnheiten ändern? Oder auch Prioritäten, die ich früher gesetzt gehabt habe. Wenn ich die Prioritäten aus meinem
alten Leben mitnehme in mein neues Leben und Gott auch neue Prioritäten setzt, wow, dann weiß ich ja gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Ich muss das loslassen. Vielleicht sind auch manche Beziehungen abzuschneiden. Beziehungen, wo du merkst, das tut dir nicht gut. Die bringen dich vielleicht immer wieder in die Situation rein, dass du mal eine Zigarette mitrauchst oder über Leute tratschst oder was auch immer. Und im Philipper 3,13, also auch wieder der Paulus, ein Vers vor dem vorher, schreibt er wie folgt: Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest: Ich will vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir diese Beziehung mit ihm leben, wenn wir nahe an seinem Herzen sind, dann werden wir auch sehen, welche Dinge wir loslassen sollen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Gott zeigt uns nicht nur die Dinge so mit dem Zeigefinger und so weg mit dem, sondern er kommt auch mit seiner starken, liebenden Hand und hilft uns, das wegzunehmen, wenn wir das zulassen. Wichtig ist, dass wir das zulassen. Ich kann nämlich sagen, nein, ich halte an dem fest, ich beharre da drauf. Dann wird Gott das nicht für dich über Bord schmeißen. Er braucht unser Ja dazu und dann macht er das gerne mit uns gemeinsam. Aber dann werden wir wirklich das erleben, das Alte kommt weg und ich habe Platz, mehr Platz für Jesus. Ja, wie wenn ich meinen Keller entrümple, das Alte raus. Und ich habe mehr Platz für Jesus in meinem Leben. Und ich habe mir wirklich so gedacht, Gott möchte, dass wir so unterwegs sind mit ihm, wie wenn wir so Ballon fahren. Jetzt sieht man es wieder oft am Himmel, so über dem Chiemsee und an der Bergkette entlang. Und ich denke mir, ja, die lösen die Taue, die schmeißen die Sandsäcke ab, so war es zumindest früher, und dann steigen sie hoch und es ist total entspannt. Und es ist das Leben, das Gott für uns hat, wenn wir eng mit ihm unterwegs sind. Weiter in der Geschichte, zurück aufs Meer. Noch sind wir da mitten im Sturm, aber es ist Land in Sicht. Endlich ist Land in Sicht, und dass wirklich alle Taue durchgeschnitten waren und so weiter, hilft, dass sie auf eine Insel zu fahren und dort stranden. Und es ist wahrscheinlich die Insel Malta. Also da ist man sich nicht ganz sicher, aber es ist wohl die Insel Malta. So, und jetzt würde man doch sagen, wow, Paulus, du hast dich jetzt für dieses Leben für Gott entschieden. Jetzt warst du 2 Wochen im Sturm, krass, du hast durchgehalten, du hast überlebt, jetzt bist du auf der Insel, jetzt ist Party angesagt. Das ist die Insel mit den Palmen und mit den Hula-Mädels und mit Kokosnüssen und keine Ahnung. Na, in Malta hat es geregnet und es war kalt. Und das Erste, was sie machen mussten, sie haben Holz gesammelt für ein Feuer. Jetzt nimmt der Paulus das Holz in die Hand und dann beißt ihn eine Giftschlange. Boah, das ist doch jetzt wohl wirklich die Krönung, oder? Aber was macht der Paulus? Er schüttelt die ab und die Giftschlange schadet ihm nicht. Und das ist jetzt mein Punkt Nummer 3. Rechne mit Gott. Ja, wenn du meinst, hey, ich bin doch jetzt eh für Gott unterwegs und jetzt waren diese Schwierigkeiten, wow, und jetzt kommt da nochmal so eine Sache daher. Hey, dann rechne mit Gott. Warum kommen trotzdem immer wieder mal Schwierigkeiten? Das Leben ist kein Ponyhof, heißt es so schön. Ja? Also wir leben ja in dieser gefallenen Welt, wie die Bibel sagt. Und ein Leben für Gott bedeutet nicht ein Leben ohne Schwierigkeiten oder Herausforderungen. Das ist leider so. Aber Gott ist immer für uns und wird uns immer durchbringen. Ja? Und der zweite Punkt ist, wenn du für Gott unterwegs bist, dann ärgert es auch den Teufel. Ja? Und es kann auch ein Angriff des Teufels sein. Aber wie ist es dann so, ja? Wenn dann jetzt nochmal irgend sowas kommt?
Bei mir, bei der Alexandra, ist es dann gerne so, ich falle dann in meine Opferrolle und bade im Selbstmitleid. Das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt habe ich so einen Stress gehabt und dieses und jenes war und jetzt das auch noch. Ich arme. Bin ich wirklich jetzt die Allerärmste oder was? Oder was geht denn eigentlich? Kennt das jemand? Na, an euren Gesichtern lese ich ab, nein. Und es ist wirklich komisch, wenn die Dinge gut laufen, dann wissen wir, wow, Gott ist an meiner Seite, ist für mich, preist dem Herrn. Und dann kommen die Schwierigkeiten, dann kommt der Schlangenbiss, aua. Und dann sage ich, wow, Gott, wo bist du? Und jetzt hast du mir loslassen und siehst du mein Schlamassel nicht und so weiter und so fort. Gott sagt aber, ich verlasse dich nicht und lasse dich nicht fallen. Und mit Gott rechnen in diesen schwierigen Situationen bedeutet, Gott zu glauben, Gott beim Wort zu nehmen, ihm zu vertrauen. Und wenn wir das tun, wenn wir nämlich wegschauen von diesen Schlangenbissen und von diesen Stürmen und hinschauen zu diesem großen, wunderbaren, lebendigen Gott, ich sage euch was, dann öffnet sich der Himmel. Dann öffnet sich der Himmel für dich. Und dann sind Dinge möglich, die vorher unmöglich waren. Weil Gott einfach ein wunderwirkender Gott ist, ein Gott, der keine Grenzen hat und ein Gott, der zu 150% für dich ist und der all diesen Segen im Himmel bereitet hat für dich und für mich. Und das ist es, was wir einfach niemals vergessen dürfen und wo wir niemals unsere Erwartungshaltung nach unten schrauben dürfen. Gott möchte Großes tun in unserem Leben. Und wenn wir dann jetzt weiterschauen, dass er Paulus gerettet hat, dass Gott Paulus gerettet hat, hat nicht nur die Auswirkung gehabt auf das Leben des Paulus, sondern die Inselbewohner, die haben das gesehen und haben gesagt, wow, das ist ja mal der Hammer, jetzt hat dieser Typ den Sturm überlebt, dann wird er von einer Giftschlange gebissen, er schüttelt die ab, sie schadet ihm nicht, was ist denn da los? Und dann kommt Paulus zu dem Statthalter von Malta und dann erzählt er ihm von Gott. Und die Leute auf der Insel lernen Jesus Christus kennen. Hammer, oder? Und weißt du was? Auf dem Malta, wo du gerade vielleicht feststeckst, wo du gestrandet bist, da ist Erweckung da. Ja? Da kann Gott Erweckung vorbereiten, wenn du mit ihm rechnest, wenn du wegschaust, wenn wir wegschauen auf diese Dinge, die um uns herum sind und wenn wir hinschauen zu diesem großen Gott. Er kann so viel tun und er will so viel tun. Und ich habe eine Schriftstelle noch im Jesaja 43, 1 bis 5. Und vielleicht ist es so, diese Schriftstelle, die du halt einfach auch hören musst. Dann kannst du gerne nur die Augen zumachen, wie auch immer. Es heißt hier, hab keine Angst, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, der Heilige Israels. Ich bin dein Retter. Ich bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung. So viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dein Leben zu bewahren. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Hab keine Angst, denn ich, der Herr, bin bei euch. Was ist das für eine tolle Zusage von Gott? Und die ist immer gültig für jeden von uns. Und an dem können wir festhalten, auf dem können wir stehen. Und wenn es nach großen Stürmen ausschaut und wenn in deinem Leben viele Giftschlangen gerade unterwegs sind, rechne mit Gott, der dir dieses Versprechen gegeben hat. Und wie ich vorher schon gesagt habe, Jesus ist gekommen, um den Himmel auf die Erde zu bringen.
Und weil Jesus wieder zurück in den Himmel gegangen ist, ist jetzt wirklich der Himmel offen über uns. Und das müssen wir uns mal einfach so geben. Ja, im Himmel gibt es keine Krankheit. Im Himmel gibt es keine Schmerzen. Im Himmel gibt es keinen Mangel. Und Gott sagt heute zu dir, der Himmel ist offen über dir. Rechne mit Gott, streck dich im Glauben und im Vertrauen aus nach dem, was du brauchst. Gott möchte es dir geben. Er hat es dir schon gegeben. Er möchte, dass du dich danach ausstreckst und es nimmst. Also wir werden in unserer Beziehung mit Gott Ziele entdecken, Ziele für unser Leben festmachen. Wir können mit Gottes Hilfe immer wieder Altes durchschneiden, Lasten loslassen und wir können mit Gott rechnen. Das ist so die Botschaft, die ich für heute auf dem Herzen gehabt habe. Vielleicht stehen wir alle kurz auf. Du kannst da gerne die Augen zumachen. Mir hilft es immer, einfach bei mir zu sein, nicht abgelenkt zu sein, vielleicht vom Nachbarn oder was sonst noch alles im Raum los ist. Und ich möchte gern, dass wir uns einfach einige Fragen stellen und jetzt unser Herz mit dem Heiligen Geist verbinden. Und das, was wir so gehört haben, nochmal reflektieren. Und eine Frage, die wir uns stellen können, ist, habe ich überhaupt noch Ziele in meinem Leben? Oder lebe ich einfach nur so dahin? Bin ich mir eigentlich aktuell sicher, welche Ziele Gott für mich hat? Welche Berufung, welche Pläne, welche Bestimmung er für mich hat? Oder kann es auch sein, dass ich vielleicht so manches Ziel aus den Augen verloren habe, weil es vielleicht unerreichbar erscheint. Und was muss ich vielleicht aus meinem alten Leben, in dem sich alles um mich gedreht hat, was muss ich loslassen, was muss ich rausschmeißen, was muss ich durchtrennen, um wirklich frei zu sein? Wo kann Gott mir helfen, mich zu verändern, mich weiterzubringen, mir Neues zu geben? Und gibt es vielleicht Bereiche in meinem Leben, Schwierigkeiten, an die ich mich schon so sehr gewöhnt habe, dass ich gar nicht mehr mit Gott rechne? Oder sind einfach die Giftschlangen aktuell zu viel in meinem Leben, dass ich mir denke, wow, was kann denn Gott da jetzt noch eigentlich helfen? Ich möchte gerne das alles im Gebet jetzt zu Gott bringen, für uns beten. Und wenn du da mit Herzen einfach zustimmen kannst, dann kannst du zum Schluss das einfach mit dem Amen noch bestätigen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen von uns so gute Pläne hast, so gute Ziele, eine wunderbare Bestimmung, ein wunderbares Leben. Ja, und ich danke dir, dass wir an deinem Herzen immer Platz haben, dass wir immer zu dir kommen dürfen und dass du von deinem Herzen uns deine Pläne weitergibst. Danke, dass du Ziele festmachst in unserem Leben, dass du uns Fokus schenkst, dass du uns Richtungsweisung schenkst und dass du uns hilfst, Dinge loszulassen, abzuschneiden, Altes hinter uns zu lassen, uns abzuwenden von den alten Dingen, sodass wir uns völlig neu hinwenden können zu dir. Danke, dass du uns niemals verlässt, und immer da bist und immer eingreifen möchtest, wenn wir dir glauben und dir vertrauen. Danke dafür. Im Namen Jesu. Amen. Es gibt ein Ziel, das ist das allerbeste Ziel
für das ich mich entschieden habe. Und es ist wirklich jetzt nicht betreffend bestimmte Lebensbereiche, sondern mein ganzes Leben. Das ist mein Leben für und mit Jesus Christus zu leben. Jesus ist Mensch geworden, der Sohn Gottes ist Mensch geworden, hat für unsere Schuld und Sünde am Kreuz bezahlt, damit wir jetzt eng mit ihm leben können und für ihn leben können. Und es ist so wunderbar. Und Gott lädt jeden dazu ein, das zu tun. Er hat das für jeden bereitet. Er braucht einfach nur dein Ja, ich will. Ich möchte das. Und du kannst dieses Ich möchte das ausdrücken in einem Gebet, wenn du das mitbetest jetzt. Ich bete es vor und du kannst es danach beten. Wenn du das nachsprichst und mit deinem Herzen glaubst, dann kann ich dir versprechen, du bist mitten in dieser Reise zu deiner Bestimmung, die Gott für dich hat, und die Engel jubeln im Himmel. Aber jetzt beten wir das noch. Himmlischer Vater, du liebst mich ohne Bedingung und hast gute Pläne für mich. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du hast für meine Schuld und Sünde bezahlt. Ich glaube, dass du auferstanden bist und lebst. Ich will dich kennenlernen und deine Pläne für mich entdecken. Du bist mein Herr und ich lebe für dich. Amen. Hey, was für eine starke Predigt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Online ist zwar richtig gut, aber live ist noch besser. Wenn du wissen willst, wann und wo unsere Live-Gottesdienste stattfinden, dann klick dich einfach rein auf unsere Homepage. Den Link findest du hier eingeblendet. Da bekommst du alle Infos, die du brauchst. Und deswegen freue ich mich schon jetzt, dich demnächst auch live kennenzulernen. Bis dann!